gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich für mich selber gesagt habe, ey, ich bin mit mir einfach mit meinem Körper gerade gar nicht zufrieden. Ich habe für mich festgestellt, der einzige Mensch, der daran was ändern kann, bin ich. Mach jetzt was dafür. Du könntest hier rumsitzen, rumheulen und Trübsal blasen. Du könntest aber auch einfach rausgehen, was machen. Und steck einfach alles, was du hast, in das, was du erreichen möchtest. Er geht wirklich bis zur Grenze, er motiviert einen, er pusht einen. Sobald man quasi Erfolge auch sieht, also im eigenen Körper dementsprechend, bist du schon gefangen, schon gepackt eigentlich. Komm, sehr schön. Und drück, komm, komm mal. Komm, drück, komm. Und da. Und hoch, komm, komm. Mein Vater sagt immer, es ist ein Sport für Idioten, so, nach dem Motto, weil du musst dafür nicht besonders talentiert sein. Wenn du 10 Jahre Bodybuilding machst, machst du 10 Jahre quasi Bodybuilding oder Fitness, aber du kannst da quasi nichts vorweisen auf dem Papier oder so. Ursprünglich war ich eingeschrieben in der TU Dortmund, hatte mich Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben und ich glaube, ich war in 10 Vorlesungen und habe dann festgestellt, ey, das ist wirklich nicht meins, das ist sehr theoretisch, aber jetzt würde ich gerne irgendwas mit Menschenhaar machen, ne? Irgendwas, was so ein bisschen... ja, schon handfeste Arbeit ist im Moment. Und dann führt eins zum anderen. Ich war, wie gesagt, bei FitX und dachte mir so, ey, genau das Ding ist es halt, ne? Und jetzt bin ich hier als Auszubildender bei FitX, als Trainer. 2, richtig durchschieben. 3, letzter. Komm, auf geht's. Zack, jawohl. Perfekt. Gute Arbeit. Das ist was, was man sich auch quasi jeden Tag bewusst machen muss, dass wenn du deinen Job ordentlich machst, beziehungsweise auch wenn du mit Herzblut dahinter stehst, du wirklich die Chance hast, die Möglichkeit hast, das Leben desjenigen, mit dem du gerade meinen Trainingsplan hast oder den du gerade berätst in irgendeiner Art und Weise, hast du die Chance, sein Leben zu verändern in positiver Art und Weise. Ich war früher, ich will ehrlich zugeben, im Kursbereich total unsicher, ne? Weil ich bin normalerweise auch nicht der Typ, der vor 100 oder weiß ich nicht, 50 bis 100 Leuten steht. So, das ist so nicht mein Ding früher gewesen. Immer eher so der schüchterne Typ gewesen. Letzte Minute! Du hast auf sie raus! Und mich dann auf die Bühne zu stellen und dann in der Situation zu sein, dass du sagst, die machen all das, was du machst und die erwarten von dir, dass du einen heftigen Kurs lieferst, ne? Das war schon krass. Aber am Ende des Tages, worauf ich hinaus will, ist, du bist hier, du machst das und die sind am Ende des Tages echt dankbar dafür, dass du das machst. Gerade wenn Kunden zu dir kommen und sagen, ey, ich habe so viel abgenommen deinetwegen, ne? Oder ich habe den und die Muskel aufgebaut, das ist super, ne? Oder ich habe jetzt mittlerweile Nackenmuskel, weiß ich nicht, irgendwas, wo die Probleme hatten halt mit, ne? Das ist echt cool, weil du denkst so, ey, eigentlich nicht dafür, ne? Hat mich gefreut nach dem Motto, wirklich cool. Was mir das als Person gibt, Selbstvertrauen, das baut dich wieder auf, definitiv, das baut dich richtig auf. Liegt bei dir, so bestimmte Grenzen zu überspringen, sich jedes Mal quasi auch wieder neu zu erfinden, sich selber neu zu entdecken auch. Und das macht für mich diesen Sport einfach aus. Merkst du, dass wieder schwerer wird? Die Beine werden schwerer, die Atmung wird schwer. Jetzt fängt dein Training an. Ja, willkommen im Training, sage ich.